Und damit hallihallo und herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge hier mit unserem Boost-Simulator auf der PlayStation 4. Wir spielen das Ganze hier auf der PlayStation 4 und ja, in der letzten Folge haben wir es ja geschafft gehabt, dass wir jetzt endlich den Flughafen haben. Hier haben wir das. Erstelle eine Strecke, die die folgenden Haltestellen verbindet. Flughafen, Hauptbahnhof, Zentrale, Omnibus, Bahnhof und mindestens 7 Haltestellen in der Stadt. Füge mindestens 7 Astfahrer hinzu, füge mindestens 7 Busse hinzu, fahre die Strecke, wenn Fahrer und Busse zugewiesen sind und erhöhe den Level aller Kehrstadt-Bushaltestellen auf Level 9. So sieht also heute unsere Aufgabe aus. Ob wir es packen heute, das werden wir jetzt sehen. Deswegen machen wir uns jetzt rasch mal daran, eine Route zu planen. Also. So, erstelle. Ach so, okay, also, dann machen wir erstmal. Ja, wir können auch eigentlich vom Flughafen aus anfangen, oder? Warte, wir machen es anders. So, also. Hier ist der Hauptbahnhof. Also, nee, wir fangen am zentralen Omnibusbahnhof wieder an. So, am zentralen Omnibusbahnhof fangen wir an. Wir sollen mindestens 7 Haltestellen durch die Stadt nehmen. 1, 2, 3. Das ist natürlich zu wenig. Warte mal, wenn wir hier rausfahren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fahren dann hier raus Richtung Flughafen. Ich glaube, das hört sich nach dem Ziel an. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wobei wahrscheinlich der Hauptbahnhof und der zentrale Omnibusbahnhof nicht dazugehören. Wetten wir? Und dann geht's weiter zum Flughafen. Doch, das reicht schon. Alles klar, das reicht schon. ZOP Flughafen. Dann werden wir das Ganze jetzt so machen, dass wir jetzt hier die Busse wieder entfernen. Was ist denn das? 57? So, also die Busse von der 57 können wir nehmen. Nein, du sollst sie nicht fahren. Wir wollen sie jetzt erstmal zuweisen. Busse. Nein. Ach, komm. Ach ja, wenn die Technik immer den mitmachen würde, das wäre hier großartig. So, nochmal, Fahrer zuweisen. Hier, haben wir die Busse zumindest. 1. 2. 3. 4. 5. Genau, jetzt sind die Busse leer. Bitte, komm, achso, es ist ja 64. Komm, dann nimm mal einfach noch 2 Busse von der 55. Oh, wirklich. Du kommst auch nicht mehr zurück. Ach, ist das nervig. So, guck mal hier, 52 kann er auch weg mittlerweile. Wir haben ja wirklich alles drauf auf der 52. So, und jetzt wollen wir natürlich...
Ass-Fahrer drauf haben. Guck mal. Also wichtig ist diese eine Linie, die Linie 49. Wenn, das wäre natürlich schön, wenn wir da nicht rangehen. So, jetzt haben wir das auch. Fahre die Strecke, wenn Fahrer zugewiesen sind und erhöhe alle. Ja, somit würde ich sagen, können wir starten. ZOB Flughafen und wir nehmen uns den Bus. Da wir über Land fahren, würde ich jetzt ungern mit dem Gelenkbus fahren. Nehmen wir den hier. Bitte nicht bei Nacht, das wäre ein bisschen blöd. Nö, komm, machen wir hier Tag. So, so soll das Ganze aussehen. Los geht's. So. ZOB Flughafen. So sieht's aus. ZOB Flughafen. Ja. Endlich geht's zum Flughafen. Das ist, wie gesagt, die größte Hauptattraktion hier jetzt in dem neuen DLC. Und danach kommt vielleicht noch Sonnenstein. Und ja, dann wird es wahrscheinlich nur noch ja, Missionserweiterung geben. Wohl wahrscheinlich denn so das eine oder andere denn fahren müssen. So, bitte haltet Bucht 5. Das machen wir. Wir halten in Bucht 5. Zentraler Busbahnhof. Zentraler Busbahnhof. Psst. Alles einsteigen, bitte. Ich brauche eine Fahrkarte. Ah, oh, sieh dir das an. Ist das nicht wunderschön? Ich muss mir mal das Ding aus dem bitte. Film rausnehmen. Das mit dem... Oh, das fällt mir jetzt der Film nicht ein. Der eine Weihnachtsfilm mit Tom Hanks. Wie hieß denn der? Danke. Der sagt aber so schön immer, wenn er doch vor seinem Zug da eine steht, Fahrkarte. Alles einsteigen. Das brauche ich für Omsi. Unbedingt. Gut, los geht's. Spielt keine Rolle, wo wir rausfahren, ob rechts oder links. Nächster Halt, Siegesstraße. Und ich hätte nie gedacht, dass Hans und Christina verwandt sind. Ja, ich auch nicht. Das hat mich total umgehauen. Echt? Warum? Du kommst gar nicht so lustig rüber. Du wirkst eher wie so ein langweiliger NPC. Ich hoffe, ich kann unterwegs ein bisschen schlafen. Lust ins Kino zu gehen? In welchen Film? Ich habe an den neuen Superheldenfilm gedacht, der gerade angelaufen ist. Ja, klappt. Liebe die Sonne. Bis dann. Tschüss. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Zwei Tickets, danke. Bitte. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ein Ticket. Du würdest natürlich, jetzt hat es ja nicht passend. Danke. Das ist, ich brauche eine Fahrkarte. Ja, Standard. Ich finde ja irgendwie noch so einen Expressbus. Kein Tickets verkaufen muss. Nächster Halt, Radovanovic-Brücke. Ach, Radovanovic. Das klang irgendwie so ein bisschen wie Salomasovic. Aber nein! Ich hab's mit den Ohren. Ja, wie gesagt, das könnte jetzt zum Beispiel könnte jetzt die X-Linie werden. Ne? Also das kannst du dir ja dann so einstellen, wie du magst. Ne? So. Danke. Eine Fahrkarte, bitte.
Oh, was zahlt ihr denn hier alles? Schon wieder mit so einem Riesenschein. Wirklich. Danke. Unglaublich. Flusspromenade. Danke, dass Sie so pünktlich sind. Ja, bitte, bitte. Tschüss. Bitte, bitte, bitte. Überraschende Wendungen. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? So, einzeln, Senior. Und es reißt mich ab, dass hier unser Riesen... Ich brauche eine Fahrkarte. Schon wieder, Senior. Alle grün oder nicht? Habe ich da jetzt irgendwas verpasst? Ich brauche eine Fahrkarte. Eine Fahrkarte drücken. Danke. Einen wunderschönen. So. Nächster Halt, Hauptbahnhof. Hauptbahnhof. Absolut pünktlich. Danke sehr. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Oh, jetzt blockieren sie die Tür. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. So, Woche. Danke. Hi. Ich hasse die Werbepausen im Winter der Leidenschaft. Die kommen irgendwie immer genau dann, wenn es spannend wird. Ich liebe die Sonne. Oh, sieh dir das an. Ist das nicht wunderschön? Hallo? Zeit gekostet. Die fahren auch immer nur eine Haltestelle, wirklich, ja?
pünktlich, danke. Ich brauche eine Fahrkarte. So, Woche, Standard. Danke. Ich brauche mehrere. So, Woche, Senior, 2 Stück. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Einzel, Standard. Tick-Tock, Tick-Tock, Tick-Tock. Ja, so sieht's aus. Gut für euch. Sehr nett, danke. So einen Hunger. Eine Fahrkarte bitte. Einzel, Student, drücken. Danke. Ich hasse Kreisverkehre, aber sowas von. Weil wenn du das Ganze mit dem Controller spielen musst, so, Lenkrad ist kein Problem, so, weißt du? Auch wird mir hier so auf der PlayStation so ein bisschen das Track AR irgendwie. Das geht an, weißt du? Wird ich kurz davor bin. Das hätte ich auch niemals geschafft. Bremsen. Warte mal, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Eine rote über Ampel. Eine, ja, 52 Euro. 52 Euro ist okay. Das ist schmerzig. Das versperrt sich. So, hier sehen wir mal, ne? Also diese Klippen hier, die wir hier haben. In dem DLC hier. Ja, das ist schon fantastisch hier.
So, der Flughafen. Insgesamt haben wir jetzt noch 10 Minuten. Aber da die Zeit ja hier immer recht hoch bemessen ist, ja, sollten wir eigentlich gar nicht so lange brauchen, bis wir da sind. Dadurch, dass es natürlich jetzt auch alles so bergig geht, kommen wir hier echt nicht schnell voran. Auf die richtige Tour gesetzt, weil mir ist bis jetzt noch kein Bus entgegengekommen oder sowas von der anderen Tour. Die Busse werden dir aufgefallen. Aber doch, er hat ja überall die Häkchen reingemacht. Haben wir schon gehört hier. Oh, mit Schatten sogar. Das sah cool aus. Richtig schön Schatten geworfenes Flugzeug, ja, weil es ja gerade hier über unser Dach weggeflogen ist. Das schafft nicht mal haben sie. Für eine Haltestelle. Gehört die auch schon zu uns? Überall Baustellen auf jeden Fall hier. Einbahnstraße hier. Das ist er also, das ist der Flughafen. So, da haben wir den International Airport. So. Der International Airport. Wir sind endlich da. Wir haben den Flughafen freigeschaltet. Wir müssen jetzt gleich auch noch unsere Auswertung bekommen. Und dann gehört das Ganze uns hier, der International Airport. Wir können leider nicht von hier aus. Wir müssen zurück zum Bus. Da sieht es natürlich nicht
so spektakulär aus, ne, wenn man das mal so ein bisschen jetzt hart betrachtet hier, ne? Tatsächlich kann ich mittlerweile auch so eine Gebäude hier bauen hier. Ist gar nicht mehr so schwer. Sieht schon sehr, sehr eckig aus. Hier haben wir so ein paar Achso, nee, das sind hier so eine Köfferchen hier. So ein Köfferchenwagen. Wahrscheinlich hier große Flugzeughangar. Hier, die essen schön hier lecker Kuchen, bevor sie abfliegen, weil Flug aktuell gecancelt ist. Ah, hier ist ein Taxi. Man glitscht hier vorne leider ein bisschen in der Erde drin. Das sieht da jetzt weniger schön aus. Hier auch noch mal so ein bisschen Dekoartikel. Ja, also für Flughafen geht's durch, oder? Auch noch mal so Restaurant. Dass man in den Flughafen nicht rein kann, das ist natürlich ein bisschen schade. Und ich muss sagen, ich weiß. Ja, es ist schwach modelliert, es sind keine Fenster und sowas, ne? Aber ist okay, normalerweise fährst du ja. Du guckst jetzt vielleicht den Flugzeug jetzt nicht so hinterher. So, wollen wir unsere Fahrt beenden? Mal rote Ampel überfahren, passiert 22.000. Wie gesagt, minus die 250, die wir kassiert haben. So, gehen wir zurück und. Ach, wir haben wirklich schon alles. Oh, gut. Hallo, Michael hier. Die Flughafenroute hat extrem gut funktioniert. Ich habe sie sogar selbst ausprobiert. Ich hatte die Idee, Vorschläge für neue Routen von den Anwohnern zu sammeln. Der häufigste Vorschlag war, eine Nachtlinie zwischen Kerststadt und der Altstadt einzurichten. Lass uns eine solche Route erstellen und sie mit dem Flughafen verbinden. Dann können wir auch gleich verspätete Passagiere mitnehmen. Während du dich darum kümmerst, versuche ich, die Verhandlungen für die Sonnstein-Haltestellen abzuschließen. Ja, wisst ihr Bescheid. Also so sieht's jetzt also aus. Stelle eine Strecke, die die folgenden Haltestellen verbindet. Mindestens 6 Haltestellen in der Altstadt, Flughafen und mindestens 6 Haltestellen in der Kerststadt. Fahrstrecke bei Nacht, erhöhe die Level, auf Level 11 wirklich. Ich besitze 5 Strecken vom zentralen Omnibusbahnhof, die mit Fahrern Einkommen generieren. Haha! Haben wir so eine Linie überhaupt? Da muss ich mal jetzt erstmal selber mal schnell mal reinlinsen. Ja, mal kein ZOB drin. Oh, was ist denn das jetzt? Also, das sind immer so noch so kleine Sachen, die nerven mich tatsächlich, ja? Also, warum ist denn mein Pfeil auf einmal woanders? So, also ZOB haben wir hier einmal drin. 2, 3, 4. Wenn wir jetzt die... Ach nee. Doch, die Altstadt. Hm. Und die generiert gar nicht gerade. Das ist natürlich auch schlecht. Die generiert auch nicht. Das ist auch gerade schlecht. Also, ihr seht, wir haben jetzt einiges zu tun. In der nächsten Folge Fahrer einstellen, Busse kaufen und so weiter und so fort. Und die Linie bei Nacht fahren. Selbstverständlich. Und ja. Wenn euch das Video gefallen hat, unbedingt ein Like da lassen. Schreibt es in die Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen, einiges zu lesen von euch. Und ja, bedanke mich natürlich, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es weitergeht hier mit dem Bus-Simulator. Ich verabschiede mich, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.